7. Februar 2016. Zum 34. Mal treffen sich diesmal über 30 Trickfilmkünstler aus Polen, Russland und Deutschland, um sich eine Woche lang unter der Anleitung renommierter Dozenten intensiv ihrer Leidenschaft der Animation zu widmen. Zu Beginn der Woche beschäftigten sich die Teilnehmer in zwei Workshops, zuerst mit der Erstellung eines Kettenzeichentrickfilms und im Anschluss setzten sie sich mit Hilfe von Pantomime mit der menschlichen Körpersprache auseinander. Den Pantomime-Workshop leitete Uwe Lach. Also mein Name ist Uwe Lach. Geboren bin ich in Stralsund. Man hört es auch an meiner Sprechmelodie, dass ich ein echter Fischkopf bin, nicht wahr? Doch die Liebe zum Theater brachte ihn nach Dresden. Und was hat eigentlich Theater mit Animation zu tun? Ob wir das nun mit den darstellenden Künsten machen oder mit der etwas höheren Abstraktionsstufe bewegte Bilder, indem man analysiert am lebendigen Objekt, am Menschen, wie funktioniert er eigentlich, wie bewegt er sich, wann beginnt die Bewegung, wann hört die Bewegung auf, was sind die Gesetzmäßigkeiten. Und wenn man das dann, diese Erkenntnisse hat, dass man die dann auch umsetzen kann in der bildenden Kunst, das ist natürlich verwandt. Am nächsten Tag wird das Gelernte umgesetzt, auch wenn es natürlich schwerfällt, sich in eine Raupe hineinzuversetzen. Ich bin Paula und ich komme aus Dresden und bin 16 Jahre alt und ich mache einen Silhouettentrickfilm. Also in dem Film geht es um ein Waldwesen und das Leben von dem und es spielt sich hauptsächlich auf einer Lichtung ab, also eigentlich nur auf der Lichtung. Und es kommen zwischendurch mal ein Hirsch und ein Kaninchen vorbei und genau, die interagieren dann zusammen. Also ich baue gerne solche Puppen und für meine Geschichte fand ich das irgendwie passend, weil ich wollte das so gestalten, dass es aussieht wie eine Bühne. Und also ich habe vor kurzem das Stück Wie es euch gefällt im Schauspielhaus gesehen und da kommt der Satz drin vor, das Leben ist eine Bühne und die Menschen da drin sind nur Spieler und das fand ich irgendwie ziemlich passend und ich mag so Waldgeschichten total gerne und da habe ich das einfach verpackt und in den Wald getan. Silhouettentrick ist natürlich nur eine der vielen Facetten, die Trickfilme zu bieten haben. Knetanimationen sind selbstredend auch von der Partie. Mam na imię Małgorzata Borowiec, jestem pierwszy raz na anime. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Jestem z Warszawy, z Polski. I robię film o ślimaku, który zamieni się na koniec w człowieka. Nazywam się Robert Kuźniewski. Przyjechałem z Warszawy, gdzie razem z Małgorzatą pracujemy nad naszym wspólnym filmem. Przyjechałem tutaj zrobić kilka ujęć z naszymi postaciami. Ob in der Planung des Storyboards oder zur Umsetzung ganzer Filme. Zeichentrick dient oft als Basis. Меня зовут Анна Белоногова, я из России. Я занимаюсь анимацией с 1991 года профессионально, училась у Вячеслава Михайловича Котеночкина. Я преподаю с 2002 года, я преподавала режиссуру, историю анимации, в настоящее время веду уроки непосредственно анимационного мастерства. Я считаю, что анимацией надо заниматься профессионально, даже если ребенок приходит 15 лет или 16, с ним надо заниматься как с будущим профессионалом. Вот я знаю, что есть мнение, что анимация – это вид развлечения. Язык – один из языков искусства, интернациональный причем. Zeichentrickfilme sind audiovisuelle Erlebnisse. Deshalb dürfen auch bei der Anima Experten für die Vertonung der Filme nicht fehlen. Wir sind Musicians und wir sounding wie Animations. Yeah, we're making effects or record them by our mouths or instruments or anything we've got around us. And we sometimes use even the animators to make their own sounds or their voices.
you can create emotions with sound. Music is like half and half. Half an audio and half the pictures. And both cannot work without each other. So if you just using your one sense or two, it cannot be more greater than use all your senses you have.